Es war eine bahnbrechende Entdeckung für Wissenschaft und Medizin. Der 8. November 1895, vor genau 125 Jahren, da entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen die später nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Und zwar ein bisschen zufällig, das kann man schon sagen, hier in Würzburg. Und damit herzlich willkommen zur Festveranstaltung zum Entdeckungsjubiläum. Selbstverständlich müssen wir das heute feiern, gemeinsam mit Ihnen zu Hause am Laptop, am Computer oder wo auch immer Sie uns jetzt nachverfolgen. Wir sind hier an der Universität am Sanderring in Würzburg und ich würde am liebsten heute ein bisschen die Sektkorken knallen lassen. Aber wenn wir uns das hier anschauen, Herr Röntgen höchstpersönlich, ich glaube, er würde einen Tee bevorzugen. Wir wissen ja, so viel Aufhebens um seine Person hat er eigentlich nie gemacht. Und wir gucken uns mal an, mit wem er da zusammensitzt. Nämlich das sind Freunde in der Schweiz, die beiden Herren in der Mitte. Und zur Linken seine Ehefrau Bertha. Also man sieht, die vier relaxen hier gerade. Vielleicht erholen sie sich gerade von anstrengenden Forschungsarbeiten. Man weiß es nicht so recht. Ich begrüße Sie recht herzlich, wie gesagt, heute im Namen der Universität Würzburg. Wir haben jede Menge zu feiern und befinden uns hier im Lichthof, der wunderschön ja ausgekleidet ist mit einer historischen Ausstellung für und um rund um Röntgen. Wir haben heute einen ganz besonderen Punkt in unserer Veranstaltung, nämlich ein leibhaftiger Nobelpreisträger wird die Festrede halten. Da freue ich mich jetzt schon sehr besonders drauf, weil den kriegt man nicht alle Tage und anfassen kann man ihn möglicherweise heute auch. Sie an den Bildschirmen schauen. Schauen Sie ganz genau hin. Das ist mit Sicherheit eine schöne Sache. Zum 125. Jahrestag und auch zum 175. Geburtstag von Röntgen haben die Stadt Würzburg gemeinsam mit der Universität Würzburg sich ganz viele Sachen einfallen lassen. Viele Veranstaltungen sollten stattfinden, aber die aktuelle Situation machte einen Strich durch die Rechnung und so musste ja die ein oder andere Veranstaltung verschoben werden. Aber umso mehr und umso schöner ist es doch, dass wir heute Abend gemeinsam diese Veranstaltung gemeinsam erleben können. Ich freue mich vor allem auf einen besonderen Film, der die Person Röntgen porträtiert, denn er war schon, das kann man sagen, ein außergewöhnlicher Mann. Wer war er, dieser Mann mit diesem dunklen Rauschebart, der gar kein Abitur hatte, später aber Professor war und vor allem, Sie wissen es, ja, ein Physik-Nobelpreisträger war, der erste überhaupt. 1901 hat er diese Urkunde verliehen bekommen. Also spannende Geschichte, die wir für Sie auf jeden Fall hier vorbereitet haben. Ich freue mich jetzt auf eine tolle musikalische Umrahmung, denn zu so einem Abend natürlich haben wir auch etwas Besonderes für Sie bereitgehalten. Und zwar ist es das Orchester der Universität Würzburg. Das sind Studierende verschiedenster Fakultäten und die haben sich für heute Abend natürlich auch das passende musikalische Programm überlegt. In den letzten Jahren waren Sie gern mal auf der ein oder anderen Auslandsreise in Europa. Heute sind sie für Sie da in diesem Abend und Sie haben mitgebracht in G-Dur das Konzert für Harfe und Streicher, und zwar von Georg Christoph Wagenseil. Sie hören den ersten Satz, das Allegro. Thank you.
Vielen Dank an das Akademische Orchester der Universität Würzburg für diese schönen Klänge. Jetzt möchte ich, dass Sie den Blick mal auf dieses Bild hier richten. Es ist das erste und ich kann sagen, eigentlich ein weltberühmtes erste Röntgenbild, natürlich gemacht von Wilhelm Conrad Röntgen. Wir sehen die Knochen einer Hand, die Hand seiner Ehefrau Bertha. Und das Dunkle hier, das hier ist ein Ring, den Bertha damals getragen hat. Herr Professor Alfred Forchel, Sie sind der Präsident der Universität Würzburg. Wenn Sie sowas sehen, und ich sage Ihnen jetzt, das habe ich gelesen, dass er 15 Minuten lang die Hand von Bertha damals bestrahlt hat. Das ist heute unvorstellbar. Das wäre heute sicherlich nicht notwendig. Da könnte man mit Bruchteilen einer Sekunde auskommen. Ist auch viel gesünder. Auf der anderen Seite haben Sie noch ein längeres Leben zusammen verbracht, nicht direkt durch die Strahlung da beeinträchtigt. Und es war ein ganz wichtiges Bild auf dem Weg des medizinischen Fortschritts. Wenn wir vielleicht zum nächsten gehen, das ist nur wenige Wochen später aufgezeichnet worden, die Hand des Professors von Kölliker an der Universität Würzburg. Und Sie sehen einfach, dass viel schärfer ist, deutlich detailreicher und zeigt, dass schon auf dieser kurzen Zeitskala der Einsatz der Röntgenstrahlen unheimlich gereift ist. Röntgen hatte ja den Vorteil, dass er in einem hochmodernen Labor damals forschen durfte, hier in Würzburg im Physikalischen Institut der Universität Würzburg. Muss Sie unheimlich stolz machen, Sie sind ja auch Physiker. Ja, und es zeigt, und ich denke, da kann Herr von Klitzing durchaus auch bestätigen, in der Physik sind viele Entdeckungen nur möglich, wenn Sie die entsprechenden Apparate, die entsprechenden Laboratorien haben. Also wir sind eine Hochtechnologiewissenschaft und Röntgen hat es brillant demonstriert. Wunderbar. Wir freuen uns jetzt erst auf Ihr Grußwort. Und Herr von Klitzing ist erwähnt, natürlich unser Nobelpreisträger, der heute hier in Würzburg zu Gast ist. Und wir freuen uns später natürlich auf die Festrede. Jetzt aber erstmal der Professor und der Präsident der Universität Würzburg. Und ich freue mich sehr, Herr Professor Alfred Forchel, mit Ihrem Begrüßungswort. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Festgemeinde, ich begrüße Sie hier in unserem Lichthof, in einem Gebäude, das Wilhelm Conrad Röntgen auch selbst betreten hat. Vielleicht nicht unbedingt diesen Gebäudeteil, aber als Rektor war er sogar die wichtigste Person im Hause für etwas über ein Jahr. Und er ging hier ein und aus. Insofern laufen wir auf historischem Boden. Ich begrüße Sie außerhalb dieses Gebäudes. Die meisten von Ihnen sind online mit uns verbunden, durch die Corona-Pandemie verursacht. Ich grüße aber vor allen Dingen auch unsere Ehrengäste. Sehr verehrter Herr Staatsminister, lieber Herr Siebler, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Schuchart, lieber Herr Kollege Haug, lieber Herr Professor von Klitzing. Wilhelm Conrad Röntgen hat hier in Würzburg Geschichte geschrieben. Er hat Wissenschaftsgeschichte geschrieben, aber darüber hinaus seine Fußspuren auch, würde ich sagen, in der gesamten Menschheitsgeschichte eingetragen. In seiner Entdeckung vor 125 Jahren, auf die wir wirklich enorm stolz sind, über die wir sehr froh sind, aber die ganze Menschheit hat Grund darauf, stolz zu sein, die ist in Würzburg, nicht weit von hier, ein Kilometer von hier, im Physikalischen Institut, das schon angesprochen wurde, erfolgt. Und die hat innerhalb kürzester Zeit einen Siegeszug um die Welt angetreten. Sie ist in der wissenschaftlichen Welt wie ein Lauffeuer um die Erde gegangen. Sie ist in die Öffentlichkeit gekommen, zu Kaisern, Königen, Würdenträgern aller Art sofort durchgedrungen. Und sie hat in der Medizin vor allen Dingen unmittelbare Spuren hinterlassen. Der Mensch wurde plötzlich zugänglich mit inneren Zusammenhängen, inneren Verletzungen für medizinische Behandlung, die viel zielgerichteter durchgeführt werden konnten als vorher. Schon ein Jahr später sind überall in Deutschland und auf der Welt in vielen Labors, in medizinischen Einrichtungen Röntgengeräte unterwegs gewesen und haben Ganzkörperuntersuchungen durchgeführt oder größere Ausschnitte, Zusammenhänge. Man musste ja mit dieser neuen Technologie umgehen lernen. In der Zwischenzeit ist aber sozusagen die Nützlichkeit der Röntgenstrahlen
nicht jetzt überflüssig geworden. Wir haben viele andere zusätzliche Untersuchungsmethoden dazu erhalten, aber Röntgenstrahlen, Computertomographie als neueste Variante mit viel kleineren Dosen, als sie damals eingesetzt wurden, um das Bild der Hand von Bertha Röntgen zu machen, die sind heutzutage nicht wegzudenken. Das können Sie auch vom wirtschaftlichen Wert dieser Industrie sehen, mit Umsätzen im Bereich 10 Milliarden Euro bis in unsere Tage. Und es kommen immer wieder neue Anwendungen hinzu, die nicht auf die Medizin, mitnichten auf die Medizin beschränkt sind. Die reichen in die Astrophysik, die reichen in die Materialkunde, in die Ingenieurverfahren, die einfach dadurch mit einer Detailinformationstiefe überwacht werden können, die ansonsten nicht möglich ist. Man kann auch letztlich Röntgen als den Eröffner der Nanotechnologie mit bezeichnen, denn die Wellenlänge dieser Strahlen, die wieder Auskunft gibt, was man damit messen kann, liegt im Nanometerbereich. Über diese wirtschaftliche Bedeutung hinaus ist die wissenschaftliche Bedeutung der Röntgenstrahlen unglaublich, ganz ungewöhnlich für eine einzelne Entdeckung. Mehr als 30 Nobelpreise sind mit Hilfe von Röntgenstrahlen die entsprechenden wichtigen Untersuchungen gemacht worden. Allein daran sieht man, welche Ausstrahlung das hat. Und man sieht auch an der Entdeckung von Röntgen, dass die Grundlagenforschung für den Fortschritt unserer Gesellschaft ganz wesentlich ist. Grundlagenforschung hat zunächst mal rein erkenntnisorientiert zu sein. Man weiß nicht, was damit wird, aber wenn man eine solche Entdeckung, wie Röntgen sie gemacht hat, vorliegen hat, dann wird die industrielle Umsetzung, die wirtschaftliche Umsetzung innerhalb kürzester Zeit den entsprechenden Nutzen für die Gesellschaft bringen. Das ist die Rolle der Universitäten und insofern hat Röntgen sehr viel getan, um die Universitäten und ihre Bedeutung weltweit unter Beweis zu stellen. Wir feiern dieses Ereignis unter den Einschränkungen der aktuellen Zeit. Corona ist allgegenwärtig, auch in Deutschland. Und deshalb können wir uns nicht in der Neubaukirche treffen, wie wir das eigentlich mal vorhatten, können nicht in große Hörsäle gehen. Wir haben trotzdem dieses Jahr natürlich als Röntgenjahr ganz bewusst angegangen, haben Feierlichkeiten in entsprechendem Umfang auf dem Marktplatz eine Ausstellung. Hier jetzt die entsprechende Röntgenausstellung, die transferiert wurde, durchgeführt. An der Universität Tokio läuft eine Röntgenausstellung. Das zeigt Ihnen auch die weltweite Bedeutung, die diesem Ereignis zugemessen wird. Und wir sind einfach froh und dankbar, ich hatte es schon gesagt, über diese Entdeckung, dass sie in Würzburg der Welt geschenkt wurde. Das verdanken wir Wilhelm Conrad Röntgen. Vielen Dank, Herr Professor Feuchler, Präsident der Universität in Würzburg, für die wunderbare Begrüßung. Wer war Wilhelm Conrad Röntgen eigentlich? Der Mann, der den ersten Physik-Nobelpreis bekommen hat 1901, der gar kein Abitur hatte, aber dennoch Professor war und vor allem, der seine Entdeckung nicht hat patentieren lassen. Der folgende Film gibt uns alle Antworten darauf. Wilhelm Conrad Röntgen, weltbekannter Forscher und Träger des ersten Nobelpreises der Physik. Wie schaffte er es, ohne Abitur zu studieren? Wieso ließ er sich die Erzeugung der berühmten Röntgenstrahlen nicht patentieren? Und warum lehnte er eine Offerte des Prinzregenten Luitpold von Bayern, ihn in den Adelsstand zu erheben, kategorisch ab? Der 27. März 1845. In der Kleinstadt Lennep nahe Remscheid wird Röntgen als einziges Kind des Tuchhändlers Friedrich Conrad Röntgen und seiner Ehefrau Charlotte Constanze geboren. Später zieht es die kleine Familie in die Niederlande, das Heimatland der Mutter. Mit 18 findet Wilhelms Schullaufbahn dort ein jähes Ende. Die Karikatur eines Klassenlehrers wird ihm zum Verhängnis. Irrtümlich für den Urheber gehalten, verweigert er die Nennung des wahren Schuldigen.
Ein Schulverweis ist die Folge. Das Abitur in weiter Ferne. Eine wissenschaftliche Karriere scheint ausgeschlossen. Doch Röntgen gibt nicht auf. Obwohl nicht als ordentlicher Student eingeschrieben, besucht er die Universität von Utrecht. Später wechselt er an die Eidgenössische Polytechnische Schule, die heutige ETH Zürich, wo er aufgrund seiner hervorragenden Vorkenntnisse auch ohne Abitur studieren kann. Mit 23 Jahren erhält er ein Diplom als Maschineningenieur. Ein Jahr darauf promoviert er an der Universität Zürich. Thema: die Untersuchung der Volumen und Temperaturen von Gasen. 1869 kommt Röntgen zum ersten Mal nach Würzburg, als Assistent ohne Besoldung. Die angestrebte Habilitation aber scheitert zunächst. Grund ist erneut das fehlende Abitur. Privat hat er mehr Glück. Er heiratet Anna Bertha Ludwig, Tochter eines Gastwirtes, in dessen Züricher Wirtschaft er zu Studienzeiten häufig zu Gast war. In Straßburg, an dessen Universität er inzwischen gewechselt ist, klappt es nun doch. Auf besonderen Antrag darf Röntgen endlich habilitieren. Nach mehreren Stationen landet er schließlich 1879 in Gießen. Dort gelingt ihm nach langen und mühevollen Versuchen die experimentelle Bestätigung einer Theorie von James Clerk Maxwell. Mit dem Nachweis eines sogenannten Verschiebungsstroms setzt Röntgen einen zentralen Meilenstein in der Elektrodynamik und wird zu einem weltweit geachteten Physiker. Im gleichen Jahr zieht es ihn erneut nach Würzburg. In Gießen waren ihm die Arbeitsräume zu klein geworden. Das Physikalische Institut der Universität Würzburg. Hier findet Röntgen, anders als zu seiner Assistenzzeit, ein hochmodernes Labor mit einer Ausstattung auf Weltniveau vor. Von ihm ergänzt durch weitere Geräte, ebnet dies den Weg für einige seiner bahnbrechenden Beobachtungen. Seine größte Entdeckung aber beruht, neben all seiner Beharrlichkeit, wie so oft in der Wissenschaft, auf einem Zufall. Am 8. November 1895 arbeitet der Physiker noch spät in seinem Labor. Es ist die Zeit der Hochindustrialisierung in Europa. Die Eisenbahn boomt, Städte werden elektrifiziert. Moderne Nachrichtentechnik wie das Telefon etabliert sich. Ein teuer erkaufter Fortschritt. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt bei 70 Stunden. Zimmer mit 5 und mehr Bewohnern sind aufgrund des viel zu knappen Wohnraums keine Seltenheit. In seinem Labor untersucht Röntgen intensiv die Eigenschaften von Gasentladungen mit Kathodenstrahlröhren. Dass die Versuchsröhre dabei im Innern zu leuchten beginnt, ist bekannt. Röntgen experimentiert mit unterschiedlichen Röhren, Materialien und Spannungen. In seinem Experiment am Abend des 8. November 1895 erkennt er im Dunkeln, nach weiterer Erhöhung der Spannung, plötzlich ein Schimmern außerhalb der Röhre auf einem etwas weiter entfernten Fluoreszenzschirm. Der Physiker geht der Sache systematisch nach, blendet alles sichtbare Licht im Labor aus und verbirgt die Röhre mit schwarzem Kartonpapier. Dennoch bleibt das Schimmern auf dem Platin-Cyanid-Schirm auch in unterschiedlichen Stellungen zur Röhre sichtbar. Röntgen schlussfolgert aus dem Phänomen eine unbekannte Strahlung, die er X-Strahle nennt. Eine Sternstunde der Wissenschaft. Doch wie kam es dazu? In der fast luftleeren Röhre werden Elektronen durch das Anlegen einer hohen Spannung von der Kathode zur Anode stark beschleunigt. Dabei regen die Elektronen Gasmoleküle innerhalb der Röhre zum Leuchten an. Und beim Auftreffen auf die Anode werden die stark beschleunigten Elektronen schlagartig abgebremst und abgelenkt. Dadurch wird Energie in Form einer bis dahin unbekannten Strahlung freigesetzt, die Materialien durchdringen kann. Wilhelm Conrad Röntgen ist sich der Tragweite seiner Beobachtung sofort bewusst. Er erzählt niemandem von seiner Entdeckung, schließt sich wochenlang in sein Labor ein und erforscht akribisch die Eigenschaften dieser Strahlung. Dicke Bücher, Gummistücke, Holzbretter, nichts kann die geheimnisvolle Strahlung aufhalten. Auch nicht der menschliche Körper. Ein Bild von der Hand seiner Frau
ist die älteste dokumentierte Röntgenaufnahme überhaupt. Rund 15 Minuten wurde der Hand dafür durchstrahlt. Als er sich aber sicher ist, was er da beobachtet hat, kann ihm die Veröffentlichung nicht schnell genug gehen. Sonderdrucke seiner Publikation über eine neue Art von Strahlen verschickt er gleich selbst an Kollegen und Freunde. Schon bald berichten Zeitungen aus Berlin und Wien und dann aus der ganzen Welt über seine bahnbrechende Entdeckung. Dabei ist Röntgen der aufkommende Trubel um seine Person zusehends unangenehm. Anfang 1896 findet sein einziger öffentlicher Vortrag zu den neuen Strahlen statt. Der ebenfalls anwesende Anatom, Professor Albert Kölliker, schlägt im Anschluss vor, die X-Strahlen künftig Röntgensche Strahlen zu nennen. Mit stehenden Ovationen stimmt das anwesende Publikum diesem Vorschlag zu. Privat hingegen ist Röntgen ein durchaus geselliger Mensch. Wann immer es die Arbeit erlaubt, verlässt er sein Labor, um mit Freunden in den Urlaub zu fahren. Zum Wandern, aber auch zur Jagd. Luxus lehnt er dagegen ab. Teure Hotels betritt er nur widerwillig und mit Rücksicht auf seine Frau, mit deren Gesundheit es nicht zum Besten bestellt ist. Auch beruflich bleibt der Physiker bescheiden. So meldet er die Erzeugung der Röntgenstrahlen nicht zum Patent an. Alle sollen etwas von seiner Entdeckung haben. Unverständnis und Spott. Nicht zuletzt vom berühmten Erfinder und Geschäftsmann Thomas Edison sind die Folge. Auch aus Ehrungen und Ordensverleihungen macht sich Röntgen wenig. Seine Verweigerung gipfelt in der Ablehnung des Adelstitels 1896, was im Münchner Ministerium und bei Prinzregent Luitpold für Verwunderung und auch Verstimmung sorgt. Eine Auszeichnung aber schätzt Röntgen dann doch wert. 1901 erhält er den erstmals vergebenen Nobelpreis der Physik. Für dessen Verleihung wird eine unliebsame Reise nach Stockholm notwendig. Ein Auszug aus seinem Urlaubsantrag. Da diese Preise einen ausnahmsweise hohen Wert haben und besonders ehrenvoll sind, so glaubt der ehrerbietigst gehorsams Unterzeichnete, dem Wunsch der Königlich Schwedischen Akademie, wenn auch nicht leichten Herzens, nachkommen zu müssen, und bittet er deshalb, ihm für die Dauer der nächsten Woche Urlaub gewähren zu wollen. Am Tag nach der Auszeichnung aber ist Röntgen schon wieder auf dem Heimweg, ohne die übliche Festvorlesung gehalten zu haben. Ob dahinter mehr als nur Öffentlichkeitsscheu steckte, wissen wir nicht. Weil Röntgen nach seinem Tode so gut wie alle seine Aufzeichnungen vernichten ließ, bleibt vieles über ihn und sein Wirken rätselhaft. So auch, wieso er sich der Erforschung dieser Strahlen bald nicht weiter widmete. Wilhelm Conrad Röntgen hat durch seine Entdeckung die Welt verändert. Bis heute haben ganze Forschergenerationen den vielfältigen Einsatz von Röntgenstrahlen weiterentwickelt und mit ihren Innovationen längst alle Bereiche des Alltags durchdrungen. Auszeichnungen hat Wilhelm Conrad Röntgen für seine Entdeckung hier in Würzburg jede Menge bekommen. Aber natürlich die herausragendste ist natürlich der Nobelpreis für Physik 1901. Und diesen Nobelpreis, den haben wir zumindest hier zum Angucken. Das ist schon was Spannendes. So was sieht man nicht alle Tage. Er hat ihn übrigens entgegengenommen in Stockholm im Grand Hotel, damals persönlich. Vergoldete Blätter sehen wir hier am Rand dieser Urkunde. Wir sehen hier auch den Versuchsaufbau direkt hier aus Würzburg mit dem Buch im Vorfeld. Und hier unten sehen wir das Siegel der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaft. Da muss man nicht drüber reden, das ist ein absolutes Unikat und diese Urkunde ist natürlich ideell gesehen von großem Wert. Glückwünsche kommen heute auch aus München. Da freuen wir uns jetzt auch darüber, zum zwar vom bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler. Und er lobt gleich in seiner Rede vor allem die guten Forschungsbedingungen hier an der Universität Würzburg. Und zugleich hat er auch einen Wunsch an die Wissenschaftler hier.
Sehr geehrter Präsident Forchel, sehr geehrter Professor Haug, lieber Christian Schuchert, sehr geehrter Professor von Klitzing, liebe Hochschulfamilie und Persönlichkeiten aus der ganzen Region Würzburg. Wilhelm Conrad Röntgen feiert in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag und heute vor 125 Jahren hat er seine berühmten X-Strahlen, bekannt als die Röntgenstrahlen, entdeckt. Und dafür hat er im Jahr 1901 den Physiknobelpreis erhalten, den ersten überhaupt im Fach Physik. Eigentlich ist es doch schade, dass die Röntgenstrahlen nicht gegen Corona wirken. Denn vielleicht könnten sich dann andere Disziplinen ein Stück herausgefordert fühlen. Und es wäre einfach großartig, wenn einem Würzburger Forscherteam der zentrale weltweite Durchbruch im Kampf gegen Corona gelingen würde. Und garantiert, damit hätte man den nächsten Nobelpreis dann in Medizin sicherlich in Aussicht. Die Universität Würzburg, unsere Alma Julia, hat eine lange und erfolgreiche Tradition in der Physik. Auch heute haben wir ganz hervorragende Physiker, die wir auch begrüßen können. Natürlich Herr Präsident Forchel als Nanowissenschaftler. Professor Molenkamp mit den topologischen Isolatoren, Forschungsbau haben wir gerade auf den Weg gebracht. Der Experimentalphysiker Professor Klaesen mit seinem ganzen Team, der gemeinsam mit der TU Dresden bei der Exzellenzstrategie einen bundeslandübergreifenden Exzellenzcluster eingeworben hat. Und all diejenigen knüpfen an die Erfolgsgeschichte Röntgens. Und wir geben mit unserer Hightech-Agenda auch die Möglichkeiten, dass gerade auch die jungen Forscherinnen und Forscher hier die nächsten Erfolgsgeschichten schreiben können. Und ich freue mich auch, dass Professor von Klitzing nach wie vor der Universität hier in Würzburg eng verbunden ist. Er ist bisher der letzte Nobelpreisträger in der Physik, der hier gelehrt und geforscht hat. Und diese großartigen Erfolge hier in Würzburg, ja, sie kommen nicht von ungefähr. Es ist schlicht das Ergebnis von harter Arbeit, talentierter, ja und auch ehrgeiziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir haben gute Forschungsbedingungen nötig, um die Erfolge der Zukunft einfahren zu können. Und deshalb fordert und fördert der Freistaat Bayern seine Universitäten und Hochschulen auch ganz, ganz konsequent. Die Hightech-Agenda und die Hightech-Agenda Plus habe ich schon erwähnt. Allein hier in Würzburg an der Uni werden es 45 neue zusätzliche Professuren sein, die hier die Weichen Richtung Zukunft stellen werden. Und natürlich gibt es ein großes Ziel, nämlich den Fortsetzungsantrag des Exzellenzclusters und hier natürlich noch möglichst weitere zusätzliche Cluster einwerben zu können. Dahinter steht dann natürlich das große Ziel der Exzellenzuniversität. Und das alles ist natürlich auch Professor Forchel zu verdanken, der in den letzten Jahren die Universität mit einer klugen, exzellenten Strategie begleitet hat, sie entwickelt hat und damit auch die Weichen Richtung Zukunft gestellt hat. Herzlichen Dank dafür, Herr Professor Forchel. Wilhelm Conrad Röntgen, ja, er ist letztlich Ansporn und Vorbild, gerade in dieser Zeit, wo Weichenstellungen vorgenommen werden. Gerade jetzt sind erfolgreiche und ehrgeizige Forscherinnen und Forscher dabei, Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln. Diesen Dingen, der Forschungsarbeit, ist die Alma Julia in einer tollen Tradition auch ganz besonders verpflichtet. Und ich weiß mich in Würzburg bestens aufgehoben bei einer tollen Forschung, bei einer großartigen Lehre und des Transfers der Dinge in Staat und Gesellschaft hinein. Alles Gute, einen tollen Festakt. Herzlichst, Ihr Bernd Siebler. Unser nächster Gast, der uns zugeschaltet wird, kommt von der Leibniz-Universität in Hannover, von der Fakultät für Mathematik und Physik. Wir freuen uns jetzt sehr auf Professor Rolf Haug. Er ist der Vizepräsident der Internationalen Union der reinen und angewandten Physik. So heißt das. Und zwar ist das eine bedeutende und internationale Nichtregierungsorganisation zur Förderung und Vereinheitlichung der Physik. Wir freuen uns auf Professor Haug. Sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, Eure Magnifizenz, lieber Herr Forchel, sehr geehrter Herr Schuchert, lieber Herr von Klitzing, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine große Ehre und auch Freude, hier bei diesem Festakt zum 125-jährigen Jubiläum der Entdeckung der Röntgenstrahlen ein Grußwort sprechen zu dürfen. Es ist sehr schade, dass das Coronavirus sich so stark ausbreitet und somit dieser Festakt nur als Online-Stream stattfinden kann. Die Universität Würzburg darf sich glücklich schätzen, dass Wilhelm Conrad Röntgen diese Entdeckung in einem ihrer Labore gelungen ist. Und dass er mit dieser Entdeckung auch der erste Nobelpreisträger in der Physik wurde. Zwar war er bei der Verleihung des Nobelpreises nicht mehr an der Universität Würzburg, sondern in München, der Stadt in Bayern, die vieles an sich zieht.
Trotzdem darf die Universität sich wahrlich mit diesem großen Wissenschaftler schmücken und entsprechend heute das 125-jährige Jubiläum der Entdeckung feiern. Nach Wilhelm Konrad Röntgen gab es bis heute noch 27 deutsche Nobelpreisträger in der Physik, wo allein 5 davon ebenfalls eine Verbindung zur Universität Würzburg hatten. Es freut mich außerordentlich, dass heute hier bei diesem Festakt die Festrede von Klaus von Klitzing gehalten wird, der 1985 den Nobelpreis in Physik für seine Entdeckung des Quanten-Hall-Effekts erhalten hat. Diese Entdeckung hat er zwar nicht in einem Labor der Universität Würzburg gemacht, sondern im Hochfeldmagnetlabor in Grenoble in Frankreich. Ohne die Vorversuche an der Universität Würzburg und die nachfolgenden Messungen im Labor der Universität Würzburg hätte es diesen Nobelpreis aber wahrscheinlich nicht gegeben. Das heißt, auch mit diesem Nobelpreisträger darf sich die Universität Würzburg wahrlich schmücken. Und ich freue mich schon auf die Festrede von Klaus von Klitzing heute. An der Entdeckung von Klaus von Klitzing sieht man schon, dass die Physik von der internationalen Zusammenarbeit lebt. Nur durch das Zusammenspiel der Forschungsmöglichkeiten an der Universität Würzburg und am Hochfeldmagnetlabor in Grenoble konnte der Quanten-Hall-Effekt entdeckt werden. Dies galt auch schon zu den Zeiten von Gottfried Wilhelm Leibniz, nachdem meine Universität in Hannover benannt ist und der ab 1676 bis zu seinem Tod 1716 in Hannover gelebt und gearbeitet hat, der aber ohne seine ausgedehnten Reisen in Europa und ohne seinen Briefwechsel mit fast allen damals bedeutenden Wissenschaftlern kaum sein immenses wissenschaftliches Werk zustande gebracht hätte. Und auch Wilhelm Konrad Röntgen hatte eine internationale Ausbildung genossen. Er ging in Utrecht in den Niederlanden zur Schule und hat in Zürich studiert und promoviert, bevor er nach Würzburg kam. Ich bin mir sicher, dass diese internationale Ausbildung ihm das Tor zu seiner Entdeckung geöffnet hat. Den offenen internationalen wissenschaftlichen Austausch in der Physik zu fördern und zu unterstützen, hat sich insbesondere die Internationale Union der reinen und angewandten Physik oder Englisch International Union of Pure and Applied Physics, kurz IUPAP, auf die Fahnen geschrieben. Zurzeit bin ich nicht nur Professor an der Leibniz-Universität in Hannover, sondern auch einer der Vizepräsidenten dieser Organisation, die zwar auch schon auf eine gewisse Geschichte zurückblicken kann, allerdings noch kein 125-jähriges Jubiläum feiern kann, sondern in 2 Jahren ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum feiern darf. Deutschland wurde übrigens erst 1954 Mitglied, da Deutschland davor nicht unbedingt als würdiger Partner für internationale Zusammenarbeiten betrachtet wurde. Im Moment hat die IUPAP 60 Mitglieder, das heißt 60 Länder sind darin vertreten. Die IUPAP sieht ihre Mission darin, die weltweite Entwicklung der Physik zu unterstützen, internationale Zusammenarbeiten in der Physik zu fördern und zur Lösung der Probleme der Menschheit mit physikalischen Ansätzen beizutragen. Sie kümmert sich um globale Abkommen im Bereich der Nutzung von physikalischen Einheiten und Symbole. Internationale Konferenzen werden organisatorisch und auch finanziell unterstützt. Und wir haben den Eindruck, dass solche Aktivitäten wieder wichtiger werden, denn man sieht, dass weltweit sich viele Staaten immer stärker abschotten. Die IUPAP setzt sich deshalb für den freien wissenschaftlichen Austausch ein, zurzeit auch verstärkt für den freien Zugang zu Online-Konferenzen und zu wissenschaftlichen Daten. Bei der Veranstaltung von virtuellen Konferenzen ist es inzwischen ein großes Problem, die weltweite Erreichbarkeit sicherzustellen. Es gibt viele Staaten, die für gewisse Programme den Internetzugang gesperrt haben und damit den Zugang zu manchen virtuellen internationalen Konferenzen faktisch unterbinden. Und auch Daten, die in wissenschaftlichen Kooperationen erzeugt wurden und nun zum Beispiel auf Servern an amerikanischen Forschungseinrichtungen gelagert sind, sind teilweise selbst für Wissenschaftler, die an den Kollaborationen beteiligt sind, von außerhalb der USA gesperrt. Solche Entwicklungen sind kontraproduktiv für die Weiterentwicklung unserer Wissenschaft. Die IUPAP versucht, auf diese Probleme aufmerksam zu machen und sich dagegen zu stemmen. So hatte die IUPAP die Federführung bei einem Antrag an die UNESCO auf die Durchführung eines internationalen Jahres der Grundlagenforschung für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2022. Die UNESCO hat diesen Antrag schon befürwortet und jetzt hoffen wir, dass dieser Vorschlag auch bei der UN angenommen wird. Doch nun möchte ich Ihre Zeit
nicht länger in Anspruch nehmen. Die Hauptperson heute ist Konrad Wilhelm Röntgen. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Festveranstaltung und freue mich schon auf den Festvortrag von Klaus von Glitzing. Herzlichen Dank. Wilhelm Konrad Röntgen hat von seiner Zeit hier in Würzburg behauptet, es waren die schönsten Jahre seines Lebens. Darüber freut sich selbstverständlich ein Oberbürgermeister, in unserem Fall Herr Christian Schucher, der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg. Ich denke mal, es gibt viele Oberbürgermeister, die sich sagen, das wäre schon toll, wenn Röntgen bei uns geforscht hätte und vor allem die Röntgenstrahlen entdeckt hätte. Aber es war hier bei uns in Würzburg. Es gibt bei uns ein Gymnasium, das nach Röntgen benannt ist. Es gibt auch einen Verkehrsring, der Röntgenring, hier bei uns in der Innenstadt in Würzburg. Und darauf ist, glaube ich, der nächste Laudator, Herr Oberbürgermeister Christian Schuchert, ziemlich stolz. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Professor Dr. von Kitzing, verehrter Staatsminister Siebler, lieber Universitätspräsident Professor Dr. Forchel, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen war ein Jahrtausendereignis. Wie gerne hätten wir dieses zusammen mit dem Geburtstag von Wilhelm Konrad Röntgen mit einem großen, fröhlichen, informativen und unbeschwerten Jubiläumsjahr gefeiert. Leider fielen zahlreiche kreative und aufwendig vorbereitete Veranstaltungen des Würzburger Röntgenjahres den besonderen Bedingungen des Corona-Jahres 2020 zum Opfer. Umso mehr bedanke ich mich bei den beteiligten Institutionen und Einrichtungen wie der Universität, dem Röntgenkuratorium, der Hochschule für angewandte Wissenschaften und vielen weiteren für ihr unverzagtes Engagement und ihren unbeugsamen Willen, das Werk des genialen Physikers in diesem Jahr besonders zu ehren. So kam doch noch ein zwar reduziertes, aber dennoch sehr bemerkenswertes Programm aus Veranstaltungen und Ausstellungen in Würzburg zustande. Über die Bedeutung von Röntgens Entdeckung für die Menschheit ließe sich sicher lange sprechen und wohl auch aus berufenerem Munde. Aber welche Bedeutung hat Röntgen ganz konkret für Würzburg? Zunächst ist er eine der, wenn nicht die weltweit bekannteste Persönlichkeit unserer Stadt. Er trägt dazu bei, dem Namen Würzburgs globale Präsenz zu geben. Gleichzeitig ist Röntgen eine Personifizierung der internationalen Relevanz und Stärke unseres Wissenschaftsstandortes. Und last but not least, ist der Ausnahmewissenschaftler auch ein Botschafter für das lebenswerte Würzburg, da er seine Jahre hier als die schönsten seines Lebens bezeichnete. Obgleich er im Jahr 1900 seiner Karriere folgend nach München abwanderte. Schon damals tat sich unsere Region offenbar schwer, sich gegen die Landeshauptstadt zu behaupten. Die Erinnerung an Professor Dr. Röntgen wird im Würzburger Stadtbild an vielen Orten lebendig gehalten. So haben wir einen Röntgenring, wo auch das Entdeckungslabor zu finden ist. Außerdem sind ein Gymnasium und ein Forschungszentrum für komplexe Materialsysteme nach ihm benannt. Ein Denkmal, eine Stele sowie mehrere Gedenk- und Infotafeln sind weitere Markierungen auf dem imaginären Röntgenstadtplan. Ferner kommt der Würzburger Stadtrat im Ratssaal unter einem Stadtgeschichte-Wandgemälde zusammen, auf dem Röntgen und seine Entdeckung natürlich nicht fehlen dürfen. Und apropos Rathaus, bei der Sanierung unseres Rathausturms im Jahr 2016 wurde dieser mit einer bedruckten Schutzplane umgeben. Sie präsentierte auf einer Seite über Monate hinweg ein über 10 Meter hohes Porträt von Wilhelm Konrad Röntgen. Es zeigt sich also, dieses
und die kommenden Jubiläumsjahre sind zwar schöne und wichtige Anlässe für besondere Glanz- und Schlaglichter auf Wilhelm Conrad Röntgen und seine Leistungen, aber auch sonst würdigt Würzburg seinen Ehrenbürger. Facettenreich und kontinuierlich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Schuchert, mit Ihrem Gruß aus dem Ratssaal in Würzburg. Wir werden jetzt hier nochmal musikalisch verwöhnt vom Akademischen Orchester der Universität Würzburg und jetzt mit dem zweiten Satz Andante. Thank you.
Röntgen würde sich wahrscheinlich richtig freuen, wenn er wüsste, dass er jetzt hier bei uns ist. Er ist auch Physiker und vor allem auch Nobelpreisträger für Physik. Ich grüße Sie recht herzlich, Herr Professor Klaus von Klitzing. Sie haben ja einen Bezug zu Würzburg. Ja, ich war 11 Jahre hier. Und Sie haben auch geforscht im selben Haus wie Röntgen? Das werde ich alles verraten in meinem Festvortrag. Also viel verrät er uns noch nicht im Vorfeld, das kann ich verstehen. Sie haben einen Bezug zu Würzburg, das habe ich verraten. Sie haben 1969 bis 80 hier an der Universität gearbeitet. Heute sind Sie Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart und Sie sind Alumnus der Universität Würzburg. Ich will uns alle nicht groß auf die Folter spannen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier in Würzburg sind und die Festrede halten werden. Bitte schön. Vielen Dank für die Einführung. Nun willkommen zu diesem speziellen Festakt hier an der Universität. Auf dieser Folie als Eingangsfolie, die habe ich vor 3 Wochen die Einladung bekommen. Da hieß es noch, im Audimax wird eine große Festveranstaltung stattfinden. Und meine Vision war eigentlich, dass ein volles Auditorium Maximum hier vor mir ist, entsprechend den Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Aber die Situation ist nun anders. Festakt im Lichthof der Universität ohne Zuhörer. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich glaube, es ist ein Albtraum für jeden Kulturschaffenden, heutzutage auf einer Bühne zu stehen und keine Zuhörer zu haben. Aber wie soll da Stimmung aufkommen eigentlich? Also ich liebe es eigentlich mehr, eine Situation zu haben, die so aussieht. Das sind so Vorträge, die ich halte. Und das Bild habe ich herausgenommen, weil es in einer Stadt gemacht wurde, die jeder kennt heutzutage. Das war ein Vortrag in Wuhan. Nun, Wuhan, überall in der Welt bekannt. Ein abgemahnter Staatspräsident hat sogar den Begriff Wuhan-Virus eingeführt. Und das ist natürlich der Grund dieser Virus, dass wir heutzutage hier in dem Lichthof sind, ohne Zuhörer. Da sind ein paar Kameramänner, die Moderatorin, aber sonst ist der Raum leer. Ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich meine Begrüßungsrede machen soll. Ich habe mich entschlossen, verehrte An- und Abwesende zu sagen. Hauptsächlich die Abwesenden, die sind hoffentlich zahlreicher als die Anwesenden. Und diesen Spruch habe ich mir von Albert Einstein geklaut. Albert Einstein hat diesen Begrüßung, verehrte An- und Abwesende, schon 1930 verwendet. 1930 hat er die Funkausstellung eröffnet. Das war ja die Hochzeit des Rundfunks. Und Albert Einstein hat da eine Rede gehalten und ich möchte ein paar Sätze aus seiner Rede hier mal vorführen. Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb. Und ich glaube, genau diese Sätze, dass wirklich die göttliche Neugier, der Spieltrieb des Forschers, das trifft genau auf Röntgen zu. Er war ein passionierter Experimentalphysiker. Und wenn ich Einstein erwähne, muss ich natürlich auch Max Planck erwähnen. Der hat nämlich etwas über Röntgenstrahlen auch gesagt. Dass die Aufgabe der Wissenschaft nicht in der Nutzanwendung liegt, sondern in der Gewinnung reiner Erkenntnis. Und diese Behauptung lässt sich schlagend begründen durch den Hinweis auf große, lebenswichtige wissenschaftliche Leistungen, wie die Erfindung des Augenspiegels oder die Herstellung der drahtlosen Wellen oder die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Alles Leistungen, welche ohne jede Rücksicht auf Nutzanwendung nur im Interesse der reinen Forschung zustande gekommen sind. Das war ein Plädoyer für die Grundlagenforschung. Wir haben schon gehört, Röntgen hat seine Entdeckung nicht patentiert. Er wollte sie sofort eigentlich auch in die praktische Anwendung bringen. Und er hat eben ohne Rücksicht auf Nutzanwendung Grundlagenforschung erstmal betrieben, aber war daran interessiert, diese Grundlagenforschung auch umzusetzen in die Praxis. Und das trifft genau auf Röntgen zu. Röntgen, als er Rektor hier an der Universität war, er war auch im Senat, hat er eine Festrede mal gehalten, die Rektoratsrede im Jahre 1894. Und da hat er Sätze gesagt, die das nochmal bestätigen. Das Experiment ist der mächtigste und zuverlässigste Hebel, durch den wir der Natur ihre Geheimnisse ablauschen können. Und dass dasselbe die höchste Instanz bilden muss für die Entscheidung der Frage, ob eine Hypothese
beizubehalten oder zu verwerfen ist. Also Röntgen, ein Experimentalphysiker, und das ist genau auch meine Eigenschaft. Ich habe eine alte Veröffentlichung gefunden von mir, die ich als junger Student im Alter von 22 Jahren verfasst hatte, über moderne Physik und den Raumzeitbegriff. Und da habe ich auch gefunden, diesen Satz, das Experiment ist die Grundlage und Wahrheit für den Physiker. Und jede Aussage, die dem Nicht-Physiker unlogisch erscheinen mag, ist der Versuch, Beobachtungen und ihre Folgerungen in Worte zu fassen. Und das ist gerade heutzutage in der Quantentheorie sehr wichtig, die man nicht sieht, aber die experimentell begründet ist. Und Röntgen war wirklich ein hundertprozentiger Experimentalphysiker. Ich fühle mich auch als hundertprozentiger Experimentalphysiker. Und deswegen bin ich froh, heute hier diesen Vortrag halten zu können mit dem Thema auf den Spuren des ersten Nobelpreisträgers. Das war das Thema, was mir von der Universität empfohlen wurde, und gerne greife ich das auf. Wenn man die Spuren einer Person verfolgt, dann denkt man natürlich erstmal an seinen Lebenslauf. Und ich habe hier mal kurz dargestellt, wie er hier von Lennep, wo er geboren wurde, 1845, dann seine Eltern zogen nach Apeldoorn. Er ging in Utrecht zur Schule, und jeder kennt die Geschichte, dass er dort von der Schule verwiesen wurde, weil ein Schülerstreich, obwohl er nicht daran beteiligt war, dazu führte, dass er nicht Abitur machen konnte. Aber er ging dann von Utrecht nach Zürich, wo man auch ohne Abitur sein Diplom und seine Promotion machen kann. Und dann kam er zum ersten Mal nach Würzburg. Von 1870 bis 1872 war er schon mal als Wissenschaftler hier in Würzburg. Aber er war ein bisschen enttäuscht. Er wollte hier sich habilitieren, nachdem er promoviert hatte in Zürich. Er wollte Professor werden. Aber die bayerische Bürokratie war da schon sehr streng. Ohne Abitur kein Professor, das gibt's nicht. Und deswegen musste er also schon nach 2 Jahren hier weggehen und ging nach Straßburg an die neu gegründete Deutsche Universität in Straßburg, um dort seine Habilitation durchzuführen. Und nach einigen Ausflügen endete er dann als Professor, nachdem er Habilitation in Straßburg gemacht hat, nach Gießen und war dann für mehr als 11 Jahren hier in Würzburg, um dann seinen Lebensabend in München zu verbringen. Das wäre also der kurze Lebenslauf, aber das kann man überall nachlesen auf der Homepage. Es gibt viele Bücher darüber. Ich möchte noch was dazufügen heute, und zwar möchte ich ein goldenes Dreieck hier noch dabei fügen, das von Klitzing-Dreieck. 50 Jahre Würzburg, München, Stuttgart, das war mein Tätigkeitsfeld in den letzten 50 Jahren. Und Sie sehen, dass Würzburg ein gemeinsamer Punkt war. Ich war auch längere Zeit in Würzburg, und ich möchte heute herausstellen, ein bisschen künstlich, die Zusammenhänge zwischen mir und Röntgen und welche Folgerungen eigentlich meine Anwesenheit in Würzburg hatte. Nun, der Erfolg eines Wissenschaftlers hängt immer auch von seinen Mentoren ab. Und ich möchte wenigstens den großen Mentor erwähnen, der für Röntgen sehr, sehr wichtig war. August Kund, der hat es erst ermöglicht, dass er in Zürich auch ohne Abitur sein Diplom, ohne Aufnahmeprüfung gleich beginnen konnte, und hat dann bei ihm, bei August Kund, dann promoviert. Und als Kund, der hat dann den Ruf nach Würzburg gekommen, und Röntgen ist mit ihm damals nach Würzburg gegangen im Jahre 1870. Und ich erwähnte schon, er durfte dort nicht habilitieren, und auch Kund war so verärgert darüber, dass Kund dann einen Ruf in Straßburg angenommen ist und wieder Röntgen Kund folgte, um dann in Straßburg die Habilitation durchzuführen. Nun, so wie Röntgen hatte ich auch einen Mentor, und ich möchte Gottfried Landwehr erwähnen, der hier in Würzburg auch sehr bekannt ist. Er hat über 30 Jahre hier in Würzburg gelehrt und geforscht, und er kam aus Braunschweig, da im Norden, und ich war auch in Braunschweig und bin meinem Mentor gefolgt nach Würzburg. Er hat mich hier nach Würzburg gebracht, wo ich dann meine wichtigsten Forschungen gemacht habe. Nun, ich habe meinem Mentor anlässlich des Nobelpreises diesen Schirm hier geschenkt unter den weiß-blauen Farben von Bayern. Ein Mentor muss einmal seinen Schüler immer schützen vor Unwetter, und das war mein Geschenk an meinen Mentor, der alles möglich gemacht hat, damit ich in Ruhe forschen konnte und die ganzen bürokratischen Hemmnisse beseitigt werden könnte. Nun, der Staatsminister wird natürlich hier nochmal betonen, wie wundervoll die Forschungslandschaft ist, und das ist auch heute der Fall. Aber unter Röntgens Zeiten, da Röntgen war nicht so ganz zufrieden. Ich habe hier noch mal ein Zitat von Röntgen
hier hervorgehoben in einem Brief an Zehnder im Jahre 1904. Leider sind die Verhältnisse im Kultusministerium von Bayern keine, wenigstens für die Entwicklung der Physik, sehr günstigen. Das ist noch ein sehr harmloses Zitat. Röntgen hat noch viel stärkere Äußerungen gemacht über Bürokratie. Aber das hat sich natürlich alles verändert. Und heute ist der weiß-blaue Schirm natürlich für die Wissenschaft hervorragend, um Forschung hier in Bayern zu machen. Nun, das ist das Thema meines Vortrages nun auf den Spuren, inklusive einige meiner Fußstapfen. Und in der ursprünglichen Ankündigung hatte ich natürlich dann auch gesehen, hier verschiedene andere Punkte, musikalischer Ausklang, Empfang. Und es darf wieder musiziert und gefeiert werden. Trotz, Sie wissen natürlich, trotz einer roten Ampel, die dunkelrot ist oder weinrot nun. Und als ich vor einigen Wochen gesehen habe, ein Bild von Würzburg, wo es hieß, Alkoholverbot auf der alten Mainbrücke, dachte ich, das passt nicht zu einer Feier eigentlich. Würzburg will feiern und jetzt ist natürlich Alkoholverbot und nun der Mundschutz, damit kann man erst recht nicht trinken. Aber dadurch, dass wir viele heute zu Hause sitzen, Sie können jetzt vielleicht doch ein kühles Getränk sich bereitstellen. Denn zu diesem Tag heute, zum dem 8. November, wurde ein spezieller Wein auch hier offeriert. Hier sehen wir das 125. Jubiläum dieser Wein und vielleicht werden einige von Ihnen Möglichkeit haben, den zu trinken und damit auch eine Feier anzustoßen. Aber wir wollen hier nun das Röntgenjahr 2020 zum Höhepunkt bringen, aber nicht nur in Würzburg wird gefeiert, also überall in der Welt. Wir wissen ja, Röntgen war weltbekannt. Und ich komme aus Stuttgart gerade und möchte selbst betonen, dass natürlich Stuttgart besonders feiert auch. Denn Röntgen hatte seine erste Professur in Hohenheim bei Stuttgart. 1875, als er dann habilitiert hatte in Straßburg, ging er als erstes nach Hohenheim. Ich möchte verschweigen, dass er gesagt hat, das ist unmöglich, dass ein ausgewachsener Forscher an einer solchen Hochschule tätig ist. Er musste nur ein paar Vorlesungen halten und war sehr, sehr verärgert über seinen Aufenthalt. Nach 3 Semestern ist er wieder nach Straßburg gegangen. Also da hat er doch schon ein bisschen geschimpft. Aber trotzdem, auch Stuttgart feiert und ich fand sogar hier die Anzeige in Stuttgarter Zeitung, Würzburg feiert vor 125 Jahren, entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen hier die nach ihm benannten Strahlen. Vor 300 Jahren wurde auch der Grundstein für die Würzburger Residenz gelegt. Und Würzburg ist natürlich stolz, dass er hier eine Stadt der Künste und Wissenschaft sind. Als ich diesen Artikel gelesen habe, fiel mir besonders ein Satz auf. Pfalz-Höchheim ist nun der Mittelpunkt. Nicht nur, weil da die Sommerresidenz ist, sondern auch andere Gründe. Und ich glaube, die Würzburger wissen, weswegen Pfalz-Höchheim im Mittelpunkt steht. Als ich das gelesen habe, hatte ich natürlich gedacht, Pfalz-Höchheim, die Nikolaus-Feig-Straße 12 ist da der Mittelpunkt. Denn wenn man da hingeht an dem Haus, dann steht da einfach nur, hier wohnte von 1971 bis 1981 der Nobelpreisträger für Physik. Na, das war aber nicht der Grund für den Mittelpunkt, sondern der Mittelpunkt von Pfalz-Höchheim ist dieser Tisch, der sogar Corona-kompatibel ist, da passen 5 Leute ran, ist nach dem Brexit der Mittelpunkt Europas. Und man sieht auch, dass wir, wenn wir feiern wollen, sogar aus einer politischen Katastrophe, aus dem Brexit, etwas Gutes machen können. Also hier Würzburg und Pfalz-Höchheim sind im Mittelpunkt ganz Europas nun angelangt. Aber wir feiern natürlich hier in Würzburg an der Universität und es geht hauptsächlich heute darum, heute vor 125 Jahren diesen Tag zu feiern, der 8. November. Und zwar 1895. Dieser 8. November, das war ein Freitag am späten Nachmittag. Nun, die meisten werden sich fragen, was macht man am späten Nachmittag, am Freitag? Ich habe in der Wirtschaftswoche mal diese Schlagzeile gesehen. Freitag machen alle früher Feierabend oder wir haben seit Montag drauf gewartet. Jetzt ist es soweit, es ist Freitag, das Wochenende kann kommen und noch vor 16 Uhr. Aber das gilt nicht für Wissenschaftler. Wissenschaftler sind unkonventionell, die arbeiten zu anderen Zeiten. Ich kann sagen, meine entscheidende Entdeckung habe ich nachts um 2 Uhr gemacht, weil es da besonders ruhig war und das Experimentieren besonders günstig war. Nun, Röntgen machte seine bahnbrechende Entdeckung, als sich keine dienstbaren Geister mehr im Hause befanden. Und das ist eigentlich typisch für Wissenschaftler. Es gibt heutzutage noch den Ausdruck,
den Friday Afternoon Blue Sky Research. Das heißt also, am Freitagnachmittag machen Studenten dann ganz verrückte Experimente, die eigentlich gar nicht gehen sollten, die man ganz unkonventionell sind. Und einige Nobelpreisträger sind schon aus solchen Freitagnachmittagsmessungen hervorgegangen. Ich möchte nur den Nobelpreis 2010 erwähnen, als den Geim und Novoselov den Nobelpreis für Graphen bekommen haben, als sie dachten, wie dünn kann man einen Bleistiftstrich machen, wo Kohlenstoff abgerieben wird, kann man das atomar dünn machen. Und das hat nachher den Nobelpreis gebracht aus einem solchen Freitagnachmittag-Experiment. Nun, der Raum sieht so aus wie hier im Hintergrund, ist auch mal eine Aufnahme. Das ist bei der Röntgen-Gedächtnisstätte hier in Würzburg ein Nachbau der Situation. Und ganz wichtige Geräte sind hier irgendwelche Hochspannungserzeugnisse. Mit diesen Geräten kann man sehr hohe Spannungen erzeugen. Aber das Wichtigste ist hier, und das haben wir auch heute hier aufgebaut, hier kann man also eine Hochspannung erzeugen. Und hier ist das Kernstück des Experiments von Röntgen. Also das ist hier eine solche Röhre und an dieser Röhre wird dann eine hohe Spannung angelegt und diese hohe Spannung erzeugt etwas in der Röhre und das kann man so simulieren, da fliegt irgendwas von diesem negativen Pol geradeaus in Richtung positiven Pol und schlagen dann auf der Wand auf und wenn man sehr dunkel den Raum macht, im Moment, wo da diese sogenannten Kathodenstrahlen auf die Wand aufprallen, dann wird es fluoreszieren dort. Und das kann man hier vielleicht auch ein bisschen sehen. Wir haben ja eine Möglichkeit, ein solches Fluoreszenzlicht hier zu erzeugen auf seinem Schirm. Aber schon wenn Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf eine solche Glaswand prallen, dann erzeugen sie solche Fluoreszenzstrukturen. Und man hatte schon lange Forschung gemacht. Man wusste, wenn man irgendein Objekt reinbringt, hier hat man einen Stern reingebracht, dann kann man das projizieren. Also es mussten irgendwelche Strahlen sein, die von diesem negativen Pol dann auf diese Glaswand geschleudert wurden. Und diese Messungen waren schon vor ungefähr 20 Jahren bekannt. Insbesondere Philipp Lennart hat schon sehr, sehr viele Experimente zu diesem Thema gemacht und hat auch Röntgen unterstützt, dieses Experiment durchzuführen. Bloß Röntgen wollte eigentlich noch etwas mehr machen. Von Lennart wusste man, dass diese Strahlen, diese Kathodenstrahlen, wenn man eine ganz dünne Aluminiumfolie nimmt, dass die dann auch teilweise durch die Aluminiumfolie geht. Und die Idee, die Röntgen hatte, war, ich könnte ein Fenster aus Aluminium machen, dann würde luftdicht abgeschlossen sein, denn diese Kolben, die müssen evakuiert werden, da müssen Vakuum drin sein. Und wenn ich jetzt aber eine Aluminiumfolie ranbringe, dann kann ich das Vakuum aufrechterhalten, aber ich kann durchschießen, diese Elektronen durch ein Fenster und vielleicht außen noch beobachten. Und solche Art von Experimente, das waren die Themen, die damals aktuell waren. Und das vollkommen unerwartete Ergebnis war, als Röntgen solche Versuche machte, dass er mit seinen Kathodenstrahlen auf ein Metall mit hoher Energie drauf brummte, dass dann plötzlich ein solcher Fluoreszenzschirm, der bis zu 2 Meter entfernt vom Experiment sein konnte, dass der aufleuchtete. Also es war eine Wirkung, was hier eigentlich passierte und in einer großen Entfernung. Und er hat dann auch Experimente gemacht, wo er hier das alles abgedeckt hat, damit das grüne Licht, was hier rauskam, das durfte keine Rolle spielen. Und auch mit einem schwarzen Karton konnte diese neue Art von Strahlung beobachtet werden. Also irgendwas passierte da, was nicht ganz klar war. Und das war natürlich faszinierend, dass sowas existiert. Nun, solche Röhren, das sind ganz, ganz wichtige Bauelemente. Jeder Schüler oder Student, der in der Physik irgendwo eine Klausur schreiben muss, der kommt irgendwann mal mit solchen Röhren oder mit sogenannten Brownschen Röhren in Berührung, wo man solche Kathodenstrahlen untersucht. Und Ältere wissen noch, dass die früheren Fernseher eine große Röhre hatten. Das war im Prinzip eine solche Röhre. Oder die ersten Computer, die waren aufgebaut aus vielen von solchen Röhren, wo man noch zusätzliche Steuerelemente mit reingebracht hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Bauelement, was nicht nur für die Röntgenstrahlen, sondern auch für andere Entwicklungen enorm wichtig war. Aber als Röntgen nun plötzlich diese neue Strahlung, die auf große Entfernung auch von dieser Röhre noch auftraten, hat er sich verbarrikadiert in seinem Labor. Das sah höchstwahrscheinlich nicht so schön aus wie auf diesen Bildern hier. Es gibt eine Originalaufnahme, eine frühere Aufnahme. So sah das
Labor wohl aus. Ich weiß nicht, wo er sein Bett dahingestellt hat, denn er hat sich jetzt für 6 Wochen eigentlich ins Labor zurückgezogen, um die Experimente zu machen, um das zu verstehen. Obwohl er im selben Haus gewohnt hat, hat er dort geschlafen und dort gegessen. So fasziniert war er von diesen Experimenten. Und innerhalb von 6 Wochen hat er dann Arbeiten erledigt, die für die nächsten 17 Jahre keine neuen Erkenntnisse mehr brachten. Also schon in diesen 6 Wochen hat Röntgen alles abgedeckt, was die Eigenschaften von solchen Röntgenstrahlen sind. Nun, ich möchte jetzt ein bisschen abweichen. Sie sehen also, ab dem 8.11.95 hat sich Röntgen für 6 Wochen in sein Labor verkrochen. Und parallel dazu, im November 1895, also während genau dieser Zeit, hat Nobel in Paris sein Testament unterschrieben. Das war zur selben Zeit, die spielt nachher eine Korrelation, eine Rolle, aber es war vollkommen unkorreliert. Damals hat Alfred Nobel die Idee gehabt, eben diesen Preis, den Nobelpreis zu gründen. Und da ist ein Ausdruck aus seinem Testament, mein Kapital soll einen Fonds bilden, dessen jährliche Zinsen als Preise denen zuteil wird, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Und das trifft genau eigentlich das dazu, was Röntgen gerade gemacht hat, obwohl das vollkommen unabhängig war. Das war nicht, weil eben solche sensationelle Entdeckung gemacht wurde. Und wir wissen heute, dass die Entdeckung von Röntgen wirklich der Menschheit was gebracht hat. Heutzutage werden auch noch in Deutschland mehr als 100 Millionen Röntgenaufnahmen pro Jahr gemacht. Das ist also ein enorm wichtiges Instrument, was auch heute noch wichtig ist. Und hier schreibt auch Nobel in seinem Testament, dass Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Frieden einen Nobelpreis bekommen sollen. Das sind die 5 Nobelpreise. Aber wichtig für mich ist, dass natürlich Physik als erste Stelle genannt wird. Also Physiker spielen da eine Vorreiterrolle. Nun gehen wir zurück zu Röntgen in seinem Labor. Und wir haben das auch schon gehört, dass diese Aufnahme, die am 22.12., 2 Tage vor Weihnachten gemacht wurde, eigentlich die Sensation war, die Hand von seiner Frau Bertha. Und hier wurde eine Belichtungszeit sogar von 25, nahezu von einer halben Stunde gemacht. Und es gibt den berühmten Spruch, der hier auch zu sehen ist, Brief von Röntgen an seinen Schüler, 10. Ich hatte von meiner Arbeit niemandem etwas erzählt. Meiner Frau teilte ich nur mit, dass sie etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden, der Röntgen ist wohl verrückt geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass seine Frau ihm das auch gesagt hat, als sie 2 Tage vor Weihnachten in sein Labor kommen musste und dann für knapp eine halbe Stunde ihre Hand auf irgendeinen schwarzen Paketstapel legen musste. Darunter waren dann die Fotoplatten und ganz ruhig die Hand da halten musste. Das konnte nur ein verrückter Wissenschaftler sein. Nun, am 22.12. hat Röntgen also diese Experimente abgeschlossen und dann mit einer enormen Geschwindigkeit eine Veröffentlichung geschrieben. Der hat sich nicht hingesetzt und Weihnachten gefeiert. Der hat innerhalb von einer knappen Woche hat er seine Veröffentlichung geschrieben. Und das ist die Veröffentlichung, die so weltbekannt wurde, über eine neue Art von Strahlen. Die wurde dann am 28.12. schon eingereicht, hier in einer Zeitschrift, in Sitzungsberichten der Würzburger Physikalischen Medizinischen Gesellschaft. Und das war natürlich die große Sensation. Röntgen wusste, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist, denn er hat sich sofort dran gesetzt. Es wurden etwa 100 Sonderdrucke gleich hergestellt. Man sieht, also am 28. hat er Veröffentlichung eingereicht. 3 Tage später hat er etwa 100 Sonderdrucke an Kollegen in Deutschland, England, Frankreich, Österreich verschickt. Und da ging die Bombe natürlich los. Die erste Mitteilung in der Presse war am 5. Januar, schon nach 4 Tagen, nachdem er diese Sonderdrucke verschickt hat. Und da hieß es schon eine sensationelle Entdeckung. In den gelehrten Fachkreisen in Wien macht gegenwärtig die Mitteilung von einer Entdeckung, welche Professor Röntgen in Würzburg gemacht haben soll, große Sensation. Und Röntgen kriegte auch viel, viel Schreiben. Hier habe ich ein paar Glückwünsche von Kollegen. Warburg aus Berlin, Stokes aus Cambridge, Kelvin aus London, aus Berlin, Wien, Moskau, Leiden, Paris. Da kamen die Glückwünsche zuhauf. Und 25 Jahre später erinnert sich Röntgen auch noch an diese Flut von Briefen. Und ich möchte hier einen Brief von Röntgen aus dem Frühjahr 1921 zitieren, wo es heißt,
Abends schreibe ich aus den noch vorhandenen Briefen viele hunderte aus der ersten Zeit nach meiner Entdeckung vom Jahre 1895 einige interessante zur Aufbewahrung aus. Die anderen werden zur Heizung meines Zimmers dienen. Also es wurde dann geheizt mit den vielen, vielen Briefen, die Röntgen nach seiner Entdeckung bekommen hat. Nun leider hat Röntgen auch in seinem Testament vermacht, dass seine Aufzeichnungen und seine Unterlagen vernichtet werden sollten nach seinem Tod, sodass natürlich viele, viele Dokumente verloren gegangen sind, auch durch diese Maßnahme, dass da die Briefe verbrannt wurden. Eigentlich nur die Korrespondenz, die er an andere geschrieben hat, bilden eine wichtige Grundlage für die Historiker. Nun, dann ging es los. Ich hatte gesagt, am 5. Januar gab es in Wien, am nächsten Tag war er dann in England, dann wurde das noch gekabelt nach Amerika, New York Sun, Frankfurter Zeitung, Londoner, eins nach dem anderen. Und Röntgen, als er diese sah, kam, sagte nur, mir war nach einigen Tagen die Sache verekelt. Ich kannte aus den Berichten meine Arbeit nicht wieder. Jeder machte seine eigene Story von den transparenten Menschen, die durchgestrahlt werden können. Aber die ersten wissenschaftlichen Informationen kamen dann durch Zeitungen, die dann übersetzt haben, die ursprüngliche Arbeit. Nature, Science, Scientific American sind auch heute noch bekannte Zeitschriften. Die haben das sofort aufgegriffen und weiter verbreitet. Und nach dem 23. Januar weiß ich, dass in Amerika 10 verschiedene Laboratorien das wiederholt haben, diese Experimente. Innerhalb kürzester Zeit konnten sie bestätigen, dass da wirklich eine neue Art von Strahlen, die Röntgenstrahlen, entdeckt worden. Nun, bei diesem Zeitplan kommt noch ein Datum, was ich hier erwähnen möchte. Also es sollte noch natürlich die vielen Ehrungen, die schon 1896 erfolgten, Ehrenbürger von Lennep, auch hier in Würzburg von der Medizin, hat er einen Ehrendoktor bekommen. Verdienstorden der Bayerischen Krone, wodurch er den Titel von bekommen sollte. Das hat er aber abgelehnt. Er hat also niemals sich von Röntgen selber genannt. Und die höchste Auszeichnung für einen Wissenschaftler in Bayern ist wohl im Ehrensaal des Deutschen Museums aufgestellt zu werden oder in der Walhalla. Und da können wir auch Röntgen finden. Nun, der 10. oder 12. Januar, Sonntag, der 12. Januar, ist noch ein besonderer Tag. Denn einen Tag vorher erhielt Röntgen ein Telegramm. Und zwar dieses Telegramm hier vom Kaiser. Seine Majestät wollen den Vortrag Euer Hochwohlgeborenen morgen Sonntag um 5 Uhr im Sternsaal des hiesigen Schlosses entgegennehmen. Nun, wenn der Kaiser ruft, dann kommt eben der Wissenschaftler, so wie ich am Sonntagnachmittag auch um 5 Uhr komme, wenn der Präsident der Uni Würzburg mich ruft. Also Röntgen ging dann natürlich am Sonntagnachmittag um 5 Uhr zum Kaiser und führte ihm das vor. Das war natürlich eine ganz besonders hohe Auszeichnung. Und ein weiteres Datum ist ein paar Tage später der Vortrag, eins der wenigen öffentlichen Vorträge von Röntgen, wo er hier in Würzburg einen öffentlichen Vortrag gehalten hat und vorgeführt hat, sein Experiment. Und da wurde auch diese berühmte Aufnahme von Kölliker gemacht, die wir ja schon ein paar Mal gesehen haben, die Hand von Albert Kölliker. Das wurde während dieser Vorlesung oder dieses Vortrages die Aufnahme gemacht, die wurde auch entwickelt, wurde dann rumgegeben und natürlich waren alle mehr oder weniger aus dem Häuschen. Und Kölliker hat gesagt, wir müssen diese Strahlen, die Röntgen als unbekannte Strahlen, als X-Strahlen bezeichnet hat, die sollten Röntgenstrahlen heißen. Das war eben der Ausruf von Kölliker. Und Kölliker spielte auch eine Rolle, dass diese Berühmtheit von Röntgen weitergetragen wurde. Denn er spielte beim Nobelpreis eine Rolle, indem er auch Röntgen vorschlug. Hier haben wir die schon gezeigte Urkunde, die hier ausgestellt ist. Im Jahre 1901 war er der erste Nobelpreisträger in der Physik. Und da die Physik die Nummer eins ist im Testament, also der allererste Nobelpreisträger überhaupt, den wir hatten. Und wie gesagt, er wurde nominiert von 21 Wissenschaftlern, unter anderem von Kölliker, aber auch von Max Planck, Engström, Arrhenius, Pettenkofer, Warburg. Die hatten ihn alle mitnominiert. Und deswegen hat er diesen ersten Nobelpreis 1901 bekommen. Und deswegen habe ich die Medaille da oben auch stehen, diese Medaille erhalten. Also Röntgen war die Nummer eins in gewisser Weise. Röntgenpreisträger Nummer eins. Wenn wir irgendwo in der Welt fragen, wer war der Röntgenträger Number One, dann war es eben Röntgen. Und es wurde sogar eine besondere
Sonderbriefmarken sowohl von Schweden als auch von Deutschland mit demselben Motiv hier rausgegeben. Für 100 Jahre das Testament, für 100 Jahre die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Hier gab es auch eine besondere Briefmarke in Deutschland. Und hier der erste Nobelpreisträger Röntgen, der wurde da bei diesen Sondermarken gewürdigt. Und das Schöne ist natürlich, dass Röntgen seine Entdeckung hier in Würzburg gemacht hat. Also Würzburg ist der Ursprung der wissenschaftlichen Nobelpreisträger. Und das wurde auch hier schon mal gefeiert. Ich erinnere mich, dass Würzburg als Land der Ideen wurde, da einen besonderen Boxbeutel mit den Nobelpreisträgern. Denn Röntgen ist ja nicht der einzige Nobelpreisträger. Es gibt eine riesen Menge von Nobelpreisträgern, die Verbindung zu Würzburg haben. Und ich bin eben einer von denen und habe das Glück, nun, da ich auch Physiker bin, hier den Vortrag zu halten. Nun, Röntgen ist Number One. Ich habe auch irgendwas Besonderes. Wie Röntgen habe ich den Preis alleine bekommen. Und ich bin der einzige lebende Nobelpreisträger der Physik, der den Preis alleine bekommen habe. Und deswegen habe ich vielleicht die Ehre, heute für Röntgen diese Festansprache zu halten. Aber Röntgen ist und bleibt Number One. Er ist nicht nur Number One, er ist sogar Number One, One, One. Da müssen wir, wenn man ein Chemiker ist oder ein Physiker, mal in den Periodensystem reingucken. Da sind Periodensysteme, sind ja alle Elemente, die in unserem Universum existieren, aufgeführt. Und da gibt es Nummer 111, das heißt 111 Elektronen rasen um diesen Kern herum. Da gibt es Röntgenium, das also für Röntgen ein Element, welches künstlich hergestellt wurde in Darmstadt. Und hier unten sieht man am 8. November, der 8. November ist natürlich ein ganz bestimmter Tag, 2004 wurde das der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Also auch hier wurde Röntgen nochmal geehrt. Dadurch wurde er eben auch weltweit eingeführt in dem Periodensystem. Nun, sogar im Ausland ist Röntgen allgegenwärtig. Es gibt da Übersetzungen, also das soll hier Wilhelm Konrad Röntgen dann heißen. Wenn man in Mailand ist, dann gibt es eine Prachtstraße, diese Via Guglielmo Röntgen oder in Bergamo. Ich habe die in Petersburg Röntgenstraße gefunden oder in Warschau, in Budapest. Da gibt es sogar an der Straße am Anfang die große Marmorplakette. Also Röntgen ist überall in der Welt. Und in Zürich wird sogar jedes Jahr ein Röntgenplatzfest gefeiert, in diesem Jahr zum ersten Mal nicht, gerade zum 40-jährigen Jubiläum, denn seit 1980 wird jedes Jahr Röntgen verehrt. Und in Deutschland kennen Sie ja, da gibt es haufenweise Röntgenstraßen. Ich kann die gar nicht aufzählen. Ich hoffe, dass natürlich vielleicht einige, die irgendwo in der Röntgenstraße wohnen, heute an diesem Tag, an diesem speziellen Ehrentag, auch etwas mitfeiern. Nun, das sind alles Röntgenstraßen. In Würzburg haben wir keine Röntgenstraße, wir haben dafür einen Röntgenring. Und das ist eine der wenigen Städte neben Marktheidenfeld, glaube ich, wo ein Röntgenring existiert. Und ich habe diese Aufnahme schon vor 25 Jahren gemacht, denn das ist das berühmte Gebäude, wo Röntgen seine Strahlen entdeckt wurde. Und bis 1909 hieß das der Bleicherring, wurde dann in Röntgenring umgenannt. Nun, das ist also das schöne Gebäude, wo dran steht, an diesem Haus entdeckte Röntgen im Jahre 1895 die nach ihm benannten Strahlen. Und ich habe eine besondere Beziehung, denn im Nachbarhaus links daneben, das ist das neuere Gebäudeteil, da befindet sich ein anderer Teil vom Physikalischen Institut. Aber ich möchte hier noch erwähnen, dass vor 4 Jahren eben dieses Gebäude als besonderes historisches Gebäude identifiziert wurde von der Europäischen Physikalischen Gesellschaft, weil da die Röntgenstrahlen entdeckt wurden. Aber ich möchte hier zurückkommen, denn hier unten in diesem Gebäude, links neben dem Gebäude, wo Röntgen seine Strahlen entdeckt hat, habe ich meiste Zeit meines wissenschaftlichen Lebens in Würzburg verbracht. Da hatte ich ein Kellerlabor und vor 50 Jahren wurde dieses Röntgendenkmal, was auch heute noch am Röntgenring steht, eingeweiht. Und ich kann mich noch genau erinnern an diese Situation, was ich heute vor 50 Jahren gemacht habe. Vor 50 Jahren hatten wir einen Tag der offenen Tür im Physikalischen Institut der Universität Würzburg. Und hier ist ein Ausschnitt aus der Mainpost, wo dann vorgeführt wurde,
ähnlich wie hier, wie die Röntgenstrahlen entstehen und was für Experimente man da machen kann. Stehen da Geräte, mit denen Röntgen gearbeitet hat. Ich glaube, nicht alle von diesen Geräten hier sind eine Vakuumpumpe, die ist aus neuerem Datum wohl. In der DDR wurde auch gefeiert, aber da wurde nicht Würzburg gefeiert, die Entdeckung Röntgenstrahlen, sondern ganz allgemein der 125. Geburtstag von Röntgen. Nun, an diesem Tag war ein Sonderpostamt sogar beim Physikalischen Institut eingerichtet worden. Am 8.11., ja immer wieder der 8.11.1970, 75 Jahre Röntgenstrahlen. Und da ich ein Briefmarkensammler bin, hatte ich damals auch sofort gleich einen Briefumschlag hier vom Physikalischen Institut in Würzburg mit diesem Sonderstempel, den ich auch heute noch in meiner Sammlung habe. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mein Vortragsthema weiter vertiefen auf den Spuren des ersten Nobelpreisträgers. Ich erzählte Ihnen, dass ich im Keller Röntgenring 8 gearbeitet habe, jeden Tag auf das Röntgendenkmal geschaut habe und mich natürlich gefragt habe, wie kann man so erfolgreich wie Röntgen werden. Und da habe ich mir eine Methode ausgedacht, die anscheinend sehr erfolgreich war. Wir wissen alle, Röntgen war 11,5 Jahre in Würzburg, dann ging er nach München, dann erhielt er den Nobelpreis. Und wenn Sie meinen Lebenslauf nachsehen, ich war genau 11,5 Jahre in Würzburg, bin dann nach München gegangen, okay, und dann habe ich auf den Nobelpreis gewartet und auch bekommen. Also man musste nur Röntgen durch Klitzing ersetzen. Das war schon das erste Erfolgsrezept. Nun, ich habe nachgeguckt, der Präsident hier der Universität, der ist seit Oktober 2009 ist er Präsident. Und wenn man da 11,5 Jahre zuzählt, ist der 31.3., da sind genau die 11,5 Jahre vorbei. Und glaube ich, das war der Grund dafür, dass jetzt sein Nachfolger zum 1.4. anfängt. Ich weiß nicht, ob der Präsident nach München geht und dann wartet, aber die 11,5 Jahre spielen anscheinend wohl schon eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn man hier in Würzburg ist. Nun, das bin ich in diesem Kellerlabor und ich habe auch eine Röhre, das war meine Röhre, das war eher eine große Thermosflasche, aber auch da gibt es ein Vakuum, das ist eine Röhre und diese Röhre, das war ein hervorragendes Messinstrument, was hier in Würzburg errichtet wurde. Wieder die Mainpost hat das thematisiert. 146.000 Gauss in Würzburg. Und da sieht man meinen Mentor, Herrn Englert, und mich da im Labor stehen. Und die Titelgeschichte hieß erster schnell erregbarer Hochfeldmagnet der Welt. Also ein interessantes Gerät, das hohe Magnetfelder erzeugt. Und jetzt im Nachhinein kann man sagen, oh ja, Magnetfelder, diese Kathodenstrahlröhre, das könnte man zusammenbringen, denn diese Kathodenstrahlen, wenn die im Magnetfeld sind, dann werden die abgelenkt. Hier sehen wir, wie aus einem, hier die Elektronen rausgeschossen werden, aber in einem Magnetfeld auf so einen Kreis gebogen werden. Und wenn man ein ultrastarkes Magnetfeld hat, dann werden diese Kreise immer kleiner und die werden so klein, dass dann die moderne Atomphysik zuschlägt. Wir wissen, Atome, da ist ein positiver Kern, da fliegen Elektronen rum. Und hier haben wir auch Elektronen, die auf solchen kleinen Kreisen dann in solchen starken Magnetfeldern sich bewegen können. Und das war natürlich meine Idee. Man könnte das irgendwie kombinieren, die Elektronenbewegung in solchen hohen Magnetfeldern. Also das war die Apparatur. Und das ist ein wichtiges historisches Gerät, dieser Magnet. Ich habe ihn hier aufgeschnitten und 50% ist in Würzburg jetzt hier im Hubland wo zu sehen, 50% ist in Stuttgart und das ist der Innenleben eines solchen Magneten. Hier ist ein Magnetfeld und in dieser Röhre, da muss man natürlich irgendein Messobjekt reinstecken, an dem man dann Untersuchungen machen kann. Und vielleicht habe ich mich da auch an Röntgen erinnert, denn wenn ich mir die Röntgenarbeiten ansehe und das Röntgens unvollendete Arbeit war vielleicht über die Elektrizitätsleitung in einigen Kristallen und über den Einfluss einer Bestrahlung darauf. Das war eine von mehreren Arbeiten, die er im Alter von 76 Jahren veröffentlicht hat, 195 Seiten lang, also wirklich ein Riesenwerk. Und dort schreibt er auch seine Experimente. Und vielleicht habe ich da einfach gesagt, da wo Röntgen aufgehört hat, da fange ich mal an. Das waren also die letzten Experimente von Röntgen, wo man hier sieht,
irgendein Kristall hier und dann haben wir irgendwelche elektrischen Messungen machen, also elektrische Messungen an Kristallen. Und im Prinzip habe ich genau das Gleiche gemacht, bloß übertragen in eine modernere Welt. Ich habe hier noch einen Originalausschnitt aus einem Brief aus dem Jahre 1973, als mich Herr Dorder von den Siemens-Forschungslaboratorien in München informierte, was man alles mit Silizium-Feldeffekt-Transistoren machen kann. Silizium-Feldeffekt-Transistoren sind die wichtigsten elektronischen Bauelemente. In jedem Handy, jedem Computer, überall sind diese Silizium-Transistoren vorhanden. Und damals war eben Grundlagenforschung an solchen Transistoren ein interessantes Thema. Also ich habe mir vorgenommen, diese Sachen hier zu untersuchen. Und wenn man sich ansieht, wie Röntgen seine Forschung gemacht hat, ich habe hier von seiner Veröffentlichung mal seitenweise diese Protokolle hier rausgeschrieben. Da sieht man erstmal das Datum hier, jeden Tag hier am 19., 12., 20., 22., 23., 25., 26., 12. hat er seine Messungen im Labor gemacht. Ich fand es besonders interessant, hier die Temperatur im Labor, 17 Grad, 16,6 Grad, 16. Und hier war 20 Grad, 21,5 Grad und dann wieder 17 Grad. Also ich habe fast den Eindruck, dass er am Heiligabend den Weihnachtsbaum ins Labor gestellt hat und somit das Labor ein bisschen eingeheizt hat, denn sonst wären die Temperaturen nicht plötzlich so viel wärmer. Aber man sieht auch, er hat am Heiligabend, 25. und am 26. Weihnachten, hat er durchgemessen, um seine Forschungsarbeiten weiterzuführen. Nun, ich habe ähnliche Protokolle. Ich habe hier ein Protokoll, da ist es natürlich ein bisschen wärmer. Bei mir waren die Temperatur 22,6 Grad, als ich dieses Experiment machte. Und hier ist ein typisches Bild in meinem Kellerlabor, wo ich Präzisionsmessungen gemacht habe. Und solche Präzisionsmessungen, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das Gebäude oder das Gebiet des Physikalischen Instituts war dafür geeignet, Präzisionsmessungen durchzuführen. Es wurde sogar extra dafür gesorgt, dass die Straßenbahn nicht an dem heutigen Röntgenring vorbeifahren durfte, denn die hätten Störungen gebracht bei Präzisionsmessungen. Das heißt also, das war schon enorm geeignet, solche Präzisionsmessungen durchzuführen. Ich möchte jetzt das nicht alles interpretieren, ich möchte nur das Endergebnis angeben. Aus solchen Messungen wurde plötzlich gefunden, dass ein naturgegebener elektrischer Widerstand existiert. Verschiedene Messbedingungen, einer sagt 25.812,72 Ohm oder 25.812,74 Ohm, 25.812,56 Ohm. Es war immer dasselbe, egal welche Proben ich untersuchte, wie ich die Messung variiert habe. Und wenn man heute in Wikipedia nachschaut, dann kann man eben finden hier, dass eine Konstante ist, die mit meinem Namen verbunden ist, die von Klitzing-Konstante. Das ist eine Konstante, die seit letztem Jahr, 2019, weltweit verbindlich für Eichzwecke festgelegt ist, sodass die gesamte Welt sich an diesen Messungen orientiert, um Kalibrierung bei elektrischen Größen durchzuführen. Nun, diese von Klitzing-Konstante hat auch etwas mit Röntgen zu tun. Ich möchte jetzt die Verbindung wieder zu Röntgen, vom Röntgen zum Klitzing erwähnen. Wenn man bei Wikipedia nachschlägt bei Röntgen, Röntgeneinheiten, da gibt es auch Einträge, die Röntgeneinheit. Das Röntgen ist eine Maßeinheit für die Ionendosis. Wenn Röntgenstrahlen durch die Luft gehen, dann werden Atome, Moleküle angeregt. Es entstehen sogenannte Ionen und die hat man durch die Definition von einem Röntgen definiert. Und natürlich wurde diese Größe, weil Röntgen mit R geschrieben wird, auch mit R bezeichnet. Nun, wenn man bei mir nachguckt, mein Formelzeichen ist RK. Also das R war ja schon belegt von Röntgen, aber ich habe noch das K, den Klitzing unten als Index dran bekommen. Also die R und RK sind diese beiden Größen. Aber noch interessanter ist, wenn man nachguckt, was diese, ein Röntgen ist, das ist 2,58 die Zahl. Und wenn ich hier nachgucke, diese von Klitzing-Konstante fängt mit 2,58 an. Das ist reiner Zufall, die haben keinerlei Beziehung zueinander. Aber das habe ich jetzt zufällig entdeckt, dass auch diese drei Ziffern noch identisch sind. Also man könnte sagen, das, was ich alles gemacht habe, das ist eine Imitation von Röntgen. Das war mein Erfolgsrezept, da bin ich sehr gut gefahren. Klitzing hat erfolgreich Röntgen imitiert. Aber das habe ich nur bis etwa 1985 getan. Nicht mehr der Fall seit 1985, denn Sie wissen, 1985 habe ich den Nobelpreis bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, jetzt imitiere ich nicht mehr Röntgen.
denn Sie wissen ja, dass Röntgen seinen Nobelpreis der Universität Würzburg vermacht hat. Und ich glaube, Sie warten immer noch, dass ich das mache, aber der Preis hat nicht mal gereicht, ein Reihenhäuschen in Stuttgart zu bauen. Und meine Nobelmedaille wurde mir letztes Jahr in Spanien geklaut. Also dieses Geschenk kann ich der Universität Würzburg nicht mehr machen. Aber ich könnte Ihnen vielleicht 100 Milliarden schenken. Ich habe hier das Notgeld aus dem Todesjahr von Röntgen. Wir sehen hier, dass in seiner Wahlheimat in Weilheim, da wurde Professor von Röntgen als Bild hier auf diesem Notgeld für 100 Milliarden Mark. Die Inflation war rasant in diesen Jahren und vielleicht könnte ich das der Universität Würzburg machen, damit in den späteren Annalen steht, Klitzing hat 100 Milliarden an die Universität gespendet. Mal sehen, ob ich ein solches Duplikat noch bekommen kann. Nun, ich habe Röntgen deswegen auch verlassen und nicht mehr imitiert. Röntgen ist 1923 gestorben, im Alter von 77 Jahren. Wenn ich nachrichte, ich bin heute 77 Jahre alt, sodass ich mir überlegt habe, also da folge ich dem Röntgen nicht mehr weiter. Ich möchte noch weiter in Kontakt mit jungen Studenten bleiben, mit der Wissenschaft. Also insofern hat sich der Abstand zwischen mir und Röntgen hat sich laufend vergrößert. Und das kann ich noch mal schön demonstrieren, wenn man in den Himmel heute schaut. Ich habe für den heutigen Tag, für den 8.11. Unser Planetensystem ausgedruckt. Das kann man hier vielleicht nicht so gut erkennen. In der Mitte ist die Sonne und dann habe ich die ersten vier Planeten. Hier haben wir die Erde, hier den Mars. Und da kann man natürlich auch die Asteroide einzeichnen. Und der Asteroid Röntgen, der ist an dieser Stelle. Und der Asteroid Klitzing, der ist auf der anderen Seite fast diametral in unserem Planetensystem. Also einen größeren Abstand kann ich eigentlich nicht mehr zu Röntgen behalten. Aber das war in der Vergangenheit wirklich anders. Ich habe dasselbe Bild für 85 nochmal rausgenommen. Da sieht man, okay, da sieht man hier, Röntgen und Klitzing sind fast zusammengestoßen, aber wir haben etwas andere Ebenen. Aber wir waren uns da sehr, sehr nahe. Und 1985, das war ja da der Jahr, wo ich den Nobelpreis bekommen habe. Und vielleicht hat sich Röntgen auch dafür eingesetzt, dass ich auch den Nobelpreis bekomme, weil wir uns da zu diesem Zeitpunkt noch so nahe waren. Nun, auf der Erde sind wir uns noch sehr nahe. Ich kann hier direkt an der Universität gegenüber im Ringpark diese Galerie von Nobelpreisträgern gutachten. Und da kann man nochmal vieles nachlesen. Und sogar unter den heutigen Bedingungen, wo die Museen geschlossen sind, kann man in dieses Außenmuseum gehen und noch etwas erfahren, was die Nobelpreisträger alles geleistet haben. Nun, als letzter Tagespunkt der Festveranstaltung, wenn man im Programm nachschaut, ist letzter Programm Empfang im Lichthof. Und am Anfang haben Sie schon gesehen, Röntgen lädt uns zum Kaffee ein. Und es gibt ja hier extra einen Tisch, wo Röntgen gedeckt hat. Und ich möchte vielleicht jetzt zum Abschluss mit dem Präsidenten noch uns mit Röntgen vereinigen an diesem Tisch. Und vielleicht wird auch der Kaffee, ist ein bisschen später geworden jetzt, umgewandelt in einen Sekt. Sie kennen ja, 125. Jahrestag gab es diesen besonderen Sekt. Und siehe da, auf dem Tisch hat sich der Kuchen in Sekt verwandelt. Und ich glaube, wir können mit dem Präsidenten jetzt auf diesen speziellen Jahrestag, auf dieses Jubiläum anstoßen, auf Wilhelm Conrad Röntgen, 125 Jahre Röntgenstrahlen, die so viel für die Menschheit gebracht hat. Vielen Dank. Und jetzt trinken wir ein auf Röntgen. Auf Röntgen. Und da natürlich das Akademische Orchester hat uns eingeführt und wird auch nun beenden. Ich habe noch am Schluss ein Bild, was ich vom letzten Jahr in Peking aufgenommen habe, um nochmal zu zeigen, dass Wissenschaft und Musik globale Brücken sind. Das war eine Verleihung für einen Future Science Preis. Und siehe da, berühmte Wissenschaftler aus der ganzen Welt wurden da präsentiert. Und da sehen Sie auch Wilhelm Conrad, diesmal mit K geschrieben, Röntgen, sogar in Chinesisch, und diesem Konzert. Und wir hören jetzt von dem Akademischen Orchester hier nochmal eine Abschlussmusik und damit wird da der Festakt beendet sein. Nochmal alles Gute zu diesem besonderen Jubiläum. Alles Gute und herzlichen Dank von Klitzing für einen tollen Vortrag. Röntgen ist gut. Röntgensekt.
Ja, also wenn wir uns noch einen kurzen Moment setzen können. Wirklich ein toller Vortrag und ich denke, er hätte Röntgen gefallen. Er hat aber für die heutige Zeit eigentlich sehr schön unter Beweis gestellt, das Motto der Universität, Wissenschaft für die Gesellschaft. Röntgen hat zunächst mal Wissenschaft zum Erkenntnisgewinn gemacht, aber das führt alles dazu, dass bahnbrechende Entdeckungen möglich werden. Da gibt es keine Garantie drauf, aber vielleicht hat Ihr Vortrag doch bei der ein oder anderen Schülerinnen und Schüler das Interesse an der Physik ausgelöst. Man kann auch heute noch große Entdeckungen machen. Und das würde sich wieder bei Röntgen sehr positiv einprägen, wenn er als Magnet für Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftler bis in die heutige Zeit funktioniert. Herzlichen Dank, Herr von Klitzing. Thank you.
Wir sagen Tschüss aus der Uni Würzburg und haben noch einen Tipp für Sie. Schauen Sie doch mal vorbei hier am Sanderring, denn noch bis Ende März können Sie die Röntgenausstellung besuchen. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund und auf bald.